So, da bin ich nun wieder. Ich habe überlegt, ich werde es nicht auf Screen machen. Ich beruhige mich gerade mit leckeren Cookies. Und ich mache das Ding fertig. Auch wenn ich ziemlich beschissen daran bin. Ja, ich hasse dieses Vieh. Sowas von. Und egal, wer gesagt hat, man sollte während der Aufnahme nichts essen, der ist ein Idiot. Ich war mal dieses Mal so Uhrzeigersinn. Wahrscheinlich werde ich auch wieder mal getroffen. Und das spuckert mich voll mit irgendwelchen Rotz. Ich muss mich einfach beruhigen. Ruhe bewahren. Nicht schreien, nicht meckern. Alles ist Tutti! Ich liebe dieses Vieh! So, jetzt mal schnell präparieren. Weiter. Zwar sind ein paar Autoreifen kaputt, aber das geht. Fahren wir noch weiterhin mit Uhrzeigersinn. Keine Ahnung, warum ich den Uhrzeigersinn fahren sollte. Wahrscheinlich erwischt es mich nicht. Wahrscheinlich kann es nicht die Uhr lesen. Oder es rechnet einfach rückwärts. Oh, wir haben es gleich. Wenn nichts passiert. Wow, wir haben es geschafft. Oh, den Keksen sei Dank. Darauf war ein weiterer Keks. Und zur Belohnung noch ein. Ja. Das war gut von mir. Gut gemacht. Ja. Ja, fein. Gut. Dann haben wir erstmal das Scheißvieh erledigt. Gut, sehen wir das mal an. Ein Guess. Äußerst suspekt. Aber gut. Wir haben hier noch eine Aufgabe, die wir erledigen müssen. Wow. Hier geblieben. Ja. Das war jetzt total blöd, ne? Jetzt haben wir es doch nochmal gemacht, in Dreschlund.
Aber das war nicht das letzte Mal, dass wir einen hier gesehen haben. Naja, nicht hier, sondern ich habe gesagt, es gibt sie fast überall. Wenn solch große freie Flächen rumstehen. Und man sollte immer weiterfahren. Man weiß nie, wirklich nie, wo ein Dresselhund auf einmal auftaucht. Ich habe auch gesagt, ich würde hier nicht anhalten. Aus dem Grund, weil hier so viele freie Flächen sind. Und das ist besorgniserregend für mich. Ich weiß nicht, was hier ist. Das ist ein unbekanntes Gebiet für mich. Na gut, ich habe mich mit ein bisschen Schokolade beruhigt. Ein bisschen Keksschoko. Ja, ja. Und da haben wir das nun. So. Darüber hinaus müssen wir noch mal was gucken. Das heißt, noch mal ins Inventar gehen, um zu sehen, was wir da haben. Wir hatten ja vorher in einem Universalgel gehabt, was wir noch nicht verarbeitet haben. Das müssen wir alles noch mal machen. Was ich zum Kotzen finde. Nein! So. Jetzt zurück. Da haben wir gesagt, wir nehmen keine von den beiden. Aus dem machen wir Universage. Na komm. Wir kriegen da nicht viel von. Das ist schade. Haben wir dafür was? Ja, haben wir. Wir nehmen die Panzerbrechen, ne? Und machen daraus auch Universage. Oder wie ich vorhin gesagt habe, vor ein paar Aufnahmen hin, Universalkleber. Dann nehmen wir mal einen Nein, was sollen wir mit dem Kühlkörper? Ja, zurück. Weil wir können ja mit dem Teil nichts anfangen. So. Ich glaube, das reicht noch nicht ganz. Was fehlt denn noch? Ja, mit der Pistole können wir wenn schon hantieren. Machen wir mal radioaktiv rein. Was haben wir denn noch? Schrotflinte. Kampfsektor? Nein. Na gut. Okay, haben wir nicht viel. Müssen wir nochmal einen Kolossus besiegen, was auch ein bisschen bescheuert ist. Und wir haben einen Stufenaufstieg wiederbekommen. Weil wir uns ja noch um diesen vermaledeiten, blöden Hans Wurster gekümmert haben. Ja, um dieses Spaghetti-Monster da. Schnell. Universal. Weil wir hätten uns vorher noch mal reparieren sollen. Das wäre vom Vorteil gewesen. So, einmal zerstört. Ich glaube, wir sollten einmal zurückfahren. Und so ein bisschen einmal hier zurücksetzen und wieder mal. Ach du Scheiße. Liegt der ganze Rotz uns um die Ohren, das kann doch nicht angehen. Und unsere Reifen sind mal wieder futsch. Kaum repariert, schon sowas. Ey, ich will zurücksetzen. Zurück, zurück, zurück. Mein Gott, ist das furchtbar. So, können wir von da aus schießen? Nein! Dann reparieren wir nochmal schnell. Mhm. Ja, zwei Reifen. Hui!
Ja. Setzen wir nochmal zurück und reparieren wir uns. Oder schaffen wir das noch? No. No, das wäre bescheuert. Das wäre sowas von beschränkt. Müssen wir nochmal machen. Komm, kriegen wir zu oft. Außerdem brauchen wir das nicht. Ich weiß. Ich sollte eigentlich nicht essen, aber ich habe ja gesagt. Wer auch immer das gesagt hat, der ist ein Idiot. Man kann nichts gegen Hunger tun. Auch wenn das so was Süßes ist. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Eine Art Übertragung. Angesichts der Signalstärke würde ich sagen, dass sie aus diesem Sternencluster kommt. Die Hauptbasis der Geht. Lokalisieren Sie Ihre Position mit Hilfe des Signals. Dann vernichten wir Sie. Die Hauptbasis der Geht. Lokalisieren Sie Ihre Position mit Hilfe des Signals. Dann vernichten wir Sie. Jo, das machen wir mal. Aber wir gehen nochmal in ein Thema Ausrüstung rein. Was hatten wir ja? Machen wir mal Hammer weg. Mal kurz gucken. Nehmen wir mal alles. Und dann müssen wir alles nochmal machen. Ach, den Notfallinterface haben wir ja auch zur Universalgel gemacht. Genauso wie das Servogelenk. Dann halt diesen Teil von Notfallinterface. Gehen wir mal zurück und gehen mal auf keinen Alenko. Den haben wir ja dieses eine Servo. Ja, gehen wir mal Servogelenk. Das ist auch ganz okay. Er braucht dringend eine neue Ausrüstung. Ich mag es gar nicht sehen, wenn er schon bei ihm so aussieht. So. Gucken wir mal. Schrotflinte. Kann er nehmen. Dann kann das hier mal verarbeitet werden. Können wir dann noch mal eine Notfallspeicherung machen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, was ich da drin hatte. Ah, werden wir mal sehen. Gut, großkalibrig. Und panzerbrechend tun wir mal auch mit rein. Ach, Wax hatten wir schon. Wir könnten mal die letzten hier Hammer-Munition zur Universalgel machen. Und manchmal ist es auch wirklich so, dass man nach einiger Zeit keinen Platz mehr hat im ganzen Inventar. Und das ist zum Kotzen. Mittelschwer, mittelschwer. Phoenix können wir zu Universalgel machen. Da haben wir ja was. Ach ja, Notfallinterface wollten wir reintun. Gut. Speichern wir mal. Und fertig. Ja, damit es uns nicht nochmal passiert.
So, jetzt erstmal reparieren und dann fahren wir auch weiter, keine Sorge. Und wir sind noch nicht ganz fertig, aber ist egal. Hauptsache, wir haben das schon mal erledigt. So. Laut Radar muss das hier irgendwo sein. Wir waren ja da, glaube ich. So. Erstmal Karte ein. Was haben wir hier? Der Marco. Und wir fahren mal wieder zurück zu dieser Anomalie. Wo wir am Anfang, wo wir diesen Dreschlund vernichtet haben. Und ich immer noch davon ausgehe, dass hier noch immer irgendwo ein Dreschlund ist. Und ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerade die Bocke habe, gegen sowas nochmal zu kämpfen. Ganz ehrlich, einmal reicht für heute. Kann auch sein, bei der nächsten Aufnahme werde ich nochmal sowas erleben. So eine willkürliche Scheiße. Warum lädt es gerade? Ah ja, stimmt. Wir sind ja dahin unterwegs. Da ist einmal die eine Anomalie und die nächste Anomalie. Na, ist wieder ein Dreschlund gespawnt? Fahren wir mal rum. Nein, es gibt keinen weiteren Dreschlund mehr. Na, herzlichen Dank. Was ist das denn? Da steigen wir mal aus. Gucken wir uns das mal an, was das jetzt ist. Ein Artefakt, okay. Dann wollen wir das mal bergen. Und wir kriegen proteanische Datendisk gefunden. Ja, nehmen wir mal mit. Das ist ja interessant. Ja, auf verschiedenen Planeten werden wir das öfter mal sowas finden. So, hier nochmal aussteigen. Komm. Ich will doch nicht die Waffe ziehen. Ja, okay. Fahrzeug entdeckt. Hey, ich... Oh je, hat er schon wieder Kopfschmerzen? Das gibt's ja nicht. Gut, dann ab zurück zur Normandie. Dann auf ins nächste Planetensystem. Das nächste ist fällig. So. Ja, sorry. Gut, das haben wir jetzt auch mal fürs erste gefrühstückt. Dann... Ach, das ist da? Oder war das vorher nicht da? Ich kann mich nicht dran erinnern. Gut, fliegen wir mal dahin. Ich bin mir sicher, da war vorher nichts. Da war doch was. Ich bin mir sicher, da war was. Naja, gucken wir mal hier rum. Hier haben wir Erkundung. Und einmal rauszoomen. Hier haben wir nochmal Erkundung. Leichtmetall vorkommen, das ist gut. Ich könnte schwören, hier war was. Aber ich weiß, dieser Planet war vorher nicht auf der Karte zu sehen. Das weiß ich ganz genau. Ah, da. Unbekannt, da ist was. Nein, ich will nicht rauszoomen. Ich will da reinzoomen.
Okay, was haben wir da? Asteroid aus dem... Okay, erkunden wir mal. Ich wusste doch, dass da irgendwas war. Ich wusste aber nicht mehr, wo. Okay, wenn wir hier nochmal ein Dreschen und sehen, ich glaube, ich schreie vor Wut. Das wäre nicht schön. Okay, nochmal aufstehen und richtig hinsetzen. Ja, lief eigentlich ganz gut mit Kaidan und halt Ordner Drax. Gehen wir mal mit den beiden. Ja, und wir holen irgendwann mal Liara ab. Meine Güte. Ich weiß schon, die Frage wird schon kommen. Wann holt ihr Liara ab? Wie auch immer. Wann holt ihr sie endlich ab? Wann? Ich will sie sehen. Hab mit dir was. Ich könnte euch alle echt samt fressen. Vor Wut. Oh, hier gibt's eine Gefahrenstufe. Was genau? Werden wir sehen. Was haben wir hier? Da ist was Unbekanntes. Anomalie. Gut. Fahren wir dorthin. Was für eine Gefahrenstufe ist denn hier überhaupt? Radioaktivität oder so? Kann ich ja nicht wissen. Ich weiß, auf irgendeinem Planeten war das ja auch noch so wegen dem Schmuckstück. Ah, da ist ein Sender. Schon entdeckt. Aber irgendwie läuft das heute ziemlich gut. Wow. Jop, da ist ein Sender. Oh Mann. Okay, einmal den. Der bewegt sich noch. Und weg mit denen. Wir haben einmal was im Inventar bekommen. Puh, das war knapp. Okay, packen wir mal gleich in der Nähe. Hier ist höchste Gefahrenstufe. So, jetzt sind wir drin. In einem Unterschlupf, würde ich mal sagen. Mal gucken, was wir hier so finden. Also es ist hier... Oh, das ist falsch. Alles blockiert. Oh Mann. Wow. Okay. Wow. Oh Mann. Alter. Und ihr macht nix? Ey, die Rotze hast du nicht auf mich gefeuert, oder? Ey, die Viecher sind so schlimm. Alter.
alter Schwede, das kann doch nicht wahr sein. Ja, wenn ich jemand auf den Beinen möchte, dann springt er weg. Was für ein Arsch. Kai, dann stelle ich mir da hin. Kai, dann. Dahin. Okay. Okay. Oh, Mann.